Ja, die neue Händlerin Minerva ist endlich da und da haben mich ja immer und immer wieder die Leute gefragt, wann die endlich kommt und wo ist sie denn zu finden. Und heute schauen wir uns an, wo sie sich aktuell befindet, denn ja, es gibt drei verschiedene Locations, an welcher sie ihr Zelt aufschlägt. Und Minerva ist auch nicht immer da, sie ist immer nur im Zuge ihrer Events da. Sonderangebote, Minerva, Sonderangebotsgedöns. So, aktuell ist Minerva da und in den Patchnotes heißt es, Minerva trifft im Rahmen zweier neuer Events ein, Minervas Emporium und Minervas Sonderangebote. Und aktuell läuft Emporium, ja, das läuft jetzt von Montag bis Mittwoch, das heißt eigentlich sogar schon seit gestern, also bis morgen. Und das nächste Event ist dann ein besonderes Sonderangebot-Rabatt-Event und das läuft dann von Donnerstag bis Montag. Ob das jetzt diese Woche ist oder nächste Woche ist, kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen. Es steht kein Datum dabei. Müssen wir schauen, ob das jetzt hier, jetzt am kommenden Donnerstag sogar schon ist. Ja, wird man dann sehen. Minerva, wo sie sich befindet und was sie so im Angebot hat, meine lieben Freunde, das sehen wir jetzt und in diesem Sinne heiße ich euch natürlich recht herzlich willkommen. Ja, gut, dann gehen wir mal gucken. Minerva ist jetzt aktuell hier bei Foundation, ja, am Start. Und zwar, wenn wir hier hochgehen. Gefällt euch ein Plan? Seltsam. Ah, und voll dran vorbeigelaufen. Hier steht die gute Frau. Minerva, da ist sie. Und mit der können wir handeln. Und die hat ja lauter Baupläne, welche wir für Gold kaufen können. Ja. Und da sind auch teilweise Sachen dabei, die günstiger sind als im Vault 79. Nur so als Info, da habe ich ja schon mal ein Video dazu gemacht. So, was hat sie denn jetzt aktuell im Repertoire? Und ihr müsst natürlich auch wissen, dass Minervas Angebote, also die Items oder Baupläne, welche sie da verkauft, die wechseln. Die wechseln immer wieder durch. Also die hat nicht immer dasselbe, wenn sie kommt, ne? So, wir haben einmal den Bauplan Apotheker Rucksack Mod, dann haben wir den Bauplan für die Gauss Minigun, das Gunnervisier, dann für die Gauss Minigun das Tesla Dynamo, für die Gauss Minigun Tesla Kondensator, dann den Bauplan Kriegsglefe, ja, falls das noch jemand braucht, dann einmal die komplette Secret Service Rüstung vom Brustteil bis hin linker, rechter Arm, rechtes Bein, linkes Bein, dann den Bauplan für den Superreaktor. Für den Symptomat, falls den noch jemand braucht, hier haben wir urbare Erde, habe ich mir bereits gekauft. Secret Service Helm, den muss ich mir noch kaufen. Zack, erledigt. Und dann natürlich noch für den Viehtreiber. Ja, ihr könnt auch gerne die Preise einmal, wie sagt man hier, vergleichen. Also hier zum Beispiel Bauplan Secret Service Brustteil. Ja, da gehen wir doch mal schnell in Vault 79 und schauen doch mal. So, wir sind jetzt in Vault 79 und bei Minerva kostet das Secret Service Brustteil, also der Bauplan dafür, 938 Gold. Und jetzt schauen wir hier einmal bei Rex vorbei im Vault. Und jetzt schauen wir mal, ja, wo haben wir es denn? Secret Service Brustteil hier, seht ihr, 1250. Ja, also ihr seht schon, also bei Minerva kann man gut was sparen. Denkt dran, sie hat immer, wenn sie kommt, immer andere Sachen im Repertoire, also die Baupläne und die Items, also es sind Baupläne, nicht Items, es sind Baupläne und die wechseln ständig durch. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zocken, meine lieben Freunde. Guten Loot, macht nicht zu viel Blödsinn, wir sehen uns im nächsten Video. Servusle und ciao.